Schnibbel die Schnapp und hallo Rio und herzlich willkommen zurück zu Let's Play FIFA 14 Karrieremodus mit mir, dem Nef Kara. Ja, gestern haben wir ja in der Champions League gewonnen. Natürlich auf Legende. Haben wir in der Champions League gewonnen. Und zwar das Ganze mit 2:1 gegen Chelsea, gegen unseren momentanigen Lieblings-Champions League-Gegner, sagen wir mal. Also wir spielen nicht immer geil gegen die, aber es ist halt so, dass wir ja relativ stark gegen die spielen. So, dann ist DFB-Pokal am Donnerstag und dann Freitag. Ja, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag. Gut, heute ist die Partie dran gegen 1899. Ja, die Hoffenheimer stehen vor der Tür. Beziehungsweise wir stehen vor ihrer Tür. Und wir wollen natürlich in der Liga wieder mal zeigen, wir können Fußball spielen, wir sind gut, wir sind stark, wir sind immer da, wenn man uns braucht. Kein Thema. Das wollen wir auch eigentlich zeigen und dementsprechend Monkey Adeva. Der hatte momentan auch eine gute Form. Den sehe ich auch momentan ziemlich gerne in der Startelf. Nefkara natürlich auch. Martial, dafür kommt Michi von Anfang an. Wobei, komm. Ist doch Wurst eigentlich. Martial wird ja wohl eine Halbzeit so spielen können. Wobei, das ist echt wenig Ausdauer. Das ist echt wenig Ausdauer. Michi wird spielen. Bruma, Michi, Nefkara. Timo Werner dann in der zweiten Halbzeit rein. Da dürfte es eigentlich dann gewesen sein. Gut. Ich glaube, Lazaro können wir mal... Ja, ich weiß nicht, ich lasse momentan immer ziemlich häufig und vor allen Dingen gerne Meier spielen. Ja, Töre und Bruma sind auf den Flügeln verteilt, nur die Sechser sind ausgetauscht worden, weil die an Ausdauerproblemen zu hadern haben. Aber Bruma, technisch ganz schön starker Spieler. Ja, Mittwoch schon, Mittwoch schon. Oh, und wir gehen rein in die Partie. Und rein geht's in die Partie. Hoffenheim gegen Arminia Bielefeld. Im strömenden Regen. Was will man machen? Was will man machen? Regen ist halt Regenpartie. Wir wollen hier auf jeden Fall gewinnen. Denn wir wollen ein bisschen Abstand zu den Bayern bekommen. Tabelle wurde gezeigt und wir gehen auch direkt rein. Wir haben den Anstoß. Okay, da habe ich mal ausnahmsweise mal... den Anfangs-Dribbelbolzen gemacht. Normalerweise gehe ich ja immer mit diesem kleinen Dribbling am ersten Spieler vorbei. Ist mir dieses Mal überhaupt nicht gelungen. Callum Chambers, ja, mit dem Ball nochmal zurück. Kriegt auch wieder keinen, der da hinlaufen kann. Oh, Emre Can, tu was. Tja, Michi. Wird nicht dafür bekannt sein, technisch stark zu sein. Denn das war er auch bei... war er in der ganzen Saison noch nicht. Aber der war schön! Nefkara 1:0 für die Arminia. Das war ein schöner Zug. Michi mit einer schönen Hereingabe. 1:0 Arminia Bielefeld. Der war schön. Der war schön. Der strömende Regen macht es uns ein bisschen schwerer. Ihr kennt das ja auf so einem Platz. Nefkara jetzt Saisontor Nummer 9. Der torgefährlichste Spieler unseres Kaders. Das ist echt übel, wie viele Tore der momentan für uns macht. Wir haben in der Saison noch nicht verloren. Und noch habe ich das auch nicht vor. 6. Minute, 9. Bundesliga-Tor für den Mittelfeld-Capitano. Der, glaube ich, inzwischen sogar... schon mal Nationalspieler war bei uns für die deutsche Nationalmannschaft. So, Michi. Rodriguez. Kevin Volland, der ist ein starker Spieler. Passt hier ein bisschen zu sehr rum. Gefährlich. 1:1. Das ging zu leicht. In der Verteidigung kriegen wir es nicht hin. Die spielen hier zu schnell. Und die stehen da alle falsch. 1:1. Tja, Emre Can. Boah, Rodriguez. Kann die Bälle überhaupt nicht mitnehmen? Macht da hinten irgendeine Kacke gerade in der Offensive mit dem Ball. Boah, wie hässlich der das gemacht hat. Dabei sollte der nur einen Schritt zur Seite machen. Boah, echt.
irgendeinen Schritt und dann kann der zweimal hintereinander den Ball nicht annehmen. Das gibt's nicht. Also nicht mitnehmen. Schon nicht so gut in der Saison momentan, Rodriguez. Viele, viele Bolzen von dem. Castells, Töre und Efkara. Boah, ne. Emre Can, schlechter Pass. Sehr, sehr schlechter Pass. Aber Eckball gibt's. Na, Roberto Firmino mit dem Tor. Rekic hätte den fast gehabt. Na, hinten in der Verteidigung waren wir überhaupt nicht schnell genug. Hoffenheim mal sauschnell gespielt und da ging gar nichts bei uns in der Verteidigung. Nefkara. Bruma. Eigentlich Elfmeter würde ich zweimal weggestretched vom Ball. Wisse, Emre Can muss nur seinen Kopf mal verwenden und dann kriegt er den Kackball doch auch. Und Bruma. Bruma ist schnell. Und Töre trifft ihn nicht. Das gibt's doch nicht. Boah, wir sind momentan so chancentotmäßig und unsere Sechser sind so anti-spielfreudenmäßig drauf. Außer Mongil Adeva, der macht ja eigentlich ein richtig gutes Spiel, aber er ist halt nur ein mittelmäßiger Sechser. Ja, super. Oh, wo steht Töre da? Warum tut er das? Weißt du, wir haben den Ball nicht, aber Töre geht schon ins Abseits. Wenigstens ist das Abseits. 1:1. Also Hoffenheim spielt jetzt hier besser. Bei uns alle Spieler regelmäßig im Abseits unterwegs. Töre ganz, ganz oft. Mongil Adeva. Dreh dich doch einfach mal um. Mann, 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 Nefkara. Anstatt sich einfach umzudrehen, bewegt er sich einfach gar nicht. Tja, Nefkara. Mongil Adeva, Töre. Nefkara auf Michi. Der Ball war richtig gut. Und Tim Wiese hat den wieder, weil Mitchie nicht lang, langsam genug, nein, nicht schnell genug ist. So, offener Schlagabtausch ist es hier. Offener Schlagabtausch gegen die Hoffenheimer. Das ist es wieder gewesen, da ist es wieder gewesen. Das Spiel denkt, ja, den musst du machen. Nein, ich mach den, nein, du, nein, ich, nein, du. Und am Ende kommt kein verkackter Spieler von mir an den Ball, weil beide sich gegenseitig den Ball klauen. Ich hasse das. Emre Can hier. Ich finde das zum Kotzen. Ah, was willst du machen? Oh, dann steht da hinten keiner. Und Nefkara und Töre im Doppelpass. Und dann gibt es hier eine gelbe Karte, ich glaube, für einen von uns. Ja, Mongil Adeva. Also die Partie ist spannend. Aber mehr so ungewollt spannend. Emre Can. Boah, der ist einfach nicht drin. In der Partie. Regen, spielerisch nicht. Weißt du, viel Platz. Viel Platz. Und dann schießt er den überhaupt nicht gut. Schade eigentlich drum. Boah, Nefkara echt. Typisch Regen.
Ja, wir müssen hier eine ganze Schippe drauflegen. Emre Can wenigstens mal irgendwo den Fuß dazwischen geklatscht. Oh, jetzt kommen sie aber, die Hoffenheimer. Monki Adeva, aber der hat den Ball eh nicht gut angenommen. 1:1 zur Pause. Oh Gott, Nefkara. Immer wieder Nefkara. Und dann ganz, ganz traurig gemacht. Boomer hier. Ja, Tim Wiese halt um einiges stärker wie Castells. Solchen Aktionen hätte ich Castells wahrscheinlich nicht unten gesehen. Und ja, Monki Adeva, der will den Ball da haben. So, Nürnberg, Hertha 1:1, Bayer Leverkusen gegen Borussia Mönchengladbach ebenfalls 1:1, Schalke führt mit 2:1 gegen FC Augsburg, Hamburg SV führt mit 2:0 gegen Mainz 05, Hannover liegt zu Hause mit 0:1 gegen den VfB Stuttgart zurück, Freiburg, Dortmund 1:1, Wolfsburg, FC Bayern München 0:0 und Werder Bremen zu Hause gegen Eintracht Frankfurt unentschieden mit 1:1. Ja, die haben mehr Ballbesitz wie wir und wir haben momentan die schlechtere Spielanlage. Wir müssen viel, 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 viel mehr machen. Aber wir kommen einfach nicht mehr vor den Kasten. Das ist ziemlich problematisch hier. Da war es wieder. Gott sei Dank gibt's Chambers. Freistoß für Hoffenheim, weil Castells eine dumme Sau ist. Mann, echt. Will man das Spiel schnell machen und der kann und wirft ihn dann direkt gegen den. Ja. Eckball. Müsste das geben. Warum? Dahinter, der wäre viel besser. Ihr seht das immer, wie das dann automatisch wechselt. Ich verstehe das Spiel nicht, zum Verrecken nicht. Wenn das nicht tut, dann gibt's voll die schönen Einzelaktionen. Aber so unglaublich, unmöglich, was zu machen mit dem Ball. Wie will man denn so selber mal was machen? Ist doch so nur pures Zufallsprinzip. Selbst wenn ich weiß, wohin der Ball gehen soll, kann ich den richtigen Spieler nicht anvisieren, weil das Spiel nicht weiß, welcher von den beiden das ist. Meine Güte, FIFA, Engine. Bullshit ist das. So, Polanski ist drin in der Partie. Und wir wollen einfach jetzt mal langsam mehr machen hier. Ach, der Pass war ja wohl allererste Sahneschrott. Schön wieder zurückgelegt. Und Michi, nee. Ich wünschte, Töre würde nicht immer direkt zurücklaufen, sondern einfach mal mitgehen mit dem Ball. Boah, hat der den schlecht angenommen. Ah, Michi aber auch nicht gut gespielt. Abseits. Aber wir wollen hier endlich mehr vom Spiel, aber wir machen das einfach nicht. Ja, Emre Can hier mit einer schönen Grätsche. Das kann einfach nicht wahr sein, wie ich die Bälle nicht hinbekomme. Unglaublich, wie wir heute uns überhaupt nicht da vorne spielen. Ach, Michi halt. Emre Can, echt.
Naja, wir spielen einfach nicht gut genug hier und heute. Sieht nicht danach aus, als könnten wir das schaffen. Da fehlt Martial Michi viel zu schwach in den Aktionen. Nefkara jetzt. Der ist schnell. Und der ist auch torsicher. Boah, echt, da sage ich es gerade, dass ich nicht daran glaube mehr. Und dann machen wir das 2:1. Boah, Hoffenheim, echt, die verlangen uns hier alles ab, wie die Partie gestellt sind. Die verlangen uns hier echt alles ab. Boah, echt. Bis hierhin haben wir nicht viele Chancen gehabt. Das muss man hier so klar sagen. Wir kamen kaum durch. Und dann ist es Lefkaras zweites Tor heute. Auf einmal war er dann wieder durch. Auf einmal war er wieder da. 10. Saisontor. Manchmal frage ich mich, wie er das macht. Echt. In der Saison so torgefährlich zu sein. Ja, beim letzten Mal haben wir direkt 2 Minuten hinterher den Anschlusstreffer bekommen. Ausgleichstreffer. Wir müssen auf jeden Fall Gas geben, damit das diesmal nicht passiert. Vielleicht mal eine Stufe zurückschalten. Nefkara, immer schön dabei sein. Bleib an denen dran. Das war richtig gut gemacht. Michi jetzt Töre mit ganz, ganz viel Platz. Konterfußball. Das war gefährlich. Und nochmal Töre. Gefährlicher Spielzug. Jetzt hören sie aber auch nicht mehr auf, die gefährlichen Spielzüge. Emre Can. Boah, gut gemacht. Rekik, da vollen Körpereinsatz rein. Springt voll rein in den Ball. Ja, Mongil Adeva, das macht das schwach. Eigentlich erst gut, im Endeffekt dann aber ziemlich lächerlich, was er da macht. Boah, das kann nicht sein, verzieh dich. Schon wieder dieselbe Aktion wie beim Gegentor. Das kann einfach nicht sein, wie Castells hier immer die Bälle direkt in den Mann reinklatscht. Das war ganz, ganz stark. Und Castells. Auf Töre. Der auf Nefkara. Der auf Bruma. Aber Michi wird unsanft gelegt. Rodriguez. Rodriguez. Immer noch Rodriguez. Und die Partie ist vorbei. Wir gewinnen 2:1 in Hoffenheim gegen Hoffenheim. Knappes Ding. Nefkaras 2 Tore machen das Ganze dann. Der Capitano. Der macht's, der Nefkara, der macht's. In der ersten Halbzeit früh und in der zweiten Halbzeit relativ spät. Aber er macht's. Wir bleiben A, weiterhin ungeschlagen und B, weiterhin auf Erfolgskurs. Dank einem starken Nefkara heute. Ja, Martial hat ordentlich gefehlt. Man hat's ganz stark gesehen. Der hat wirklich richtig dick gefehlt. Michi hat das leider nicht so gut hinbekommen. Töre und Bruma haben alles gegeben, aber Michi ist halt nicht Martial. Auch wenn Michi eigentlich kein schlechter ist, aber Tim Wiese, Alter, der alles gehalten hat. Hier, klar, Mongil Adeva, dafür hat er gelb gesehen. Okay. Muss man jetzt nicht unbedingt hier.
Oh, das hätte auch Elfmeter geben können. Chambers, Gott sei Dank standst du da. Schiedsrichter hat das irgendwie übersehen. Und dann kommt unsere Aktion. Mit dem 2:1. Ja, viel mehr ist auch gar nicht passiert in der Partie. In FK Ra, bester Spieler. Emre Can, Monchi Adeva. Und dann die Verteidigung eigentlich relativ gut gespielt. Ja. Monchi Adeva war halt immer überall reingesprungen. Das muss er auch machen. So haben wir gewonnen. Bayern 0-0. Ich hoffe, das ist auch so geblieben. Dortmund auch. Wolfsburg, Dortmund und Bayern. Das wäre echt schön. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, nein, das ist nicht so passiert. Und wir wären jetzt in der Liga dran, Nationaltrainer für irgendwas, was wir nicht haben wollen. Und wir bleiben unserer Linie treu, lehnen auch hier geschmeidig ab. Lobeshymnen auf Starspieler Rodriguez, ja. Das kann man so oder so sehen. Ich sehe es zum Beispiel anders. Klar, Rodriguez ist gut, aber doch nicht unser Starspieler. So, Tabelle. Einen Blick auf die Tabelle, da bin ich 1-2 gegangen, dann gucken wir in die Bundesliga. Und die Bayern haben echt unentschieden gespielt. Ja! 2 Punkte Abstand gewonnen durch das Spiel gegen die 1899 Hoffenheim. Wolfsburg! An der Stelle, danke! Gut gemacht, ihr beiden. Ihr klaut euch gegenseitige Punkte. Bielefeld freut's. Dortmund irgendwie nicht mehr so richtig in Schwung kommt, aber immer noch Tabellenplatz 4. Mit Hamburg direkt dahinter, Leverkusen und Schalke. Also da zwischen denen ist nur 2 Punkte Abstand. Da geht noch einiges. Aber an dieser Stelle möchte ich mich von euch wieder verabschieden. Das war FIFA 14 im Karrieremodus mit mir, dem Nefkara, auf Legende. Und wir sehen uns morgen wieder. Dann im DFB-Pokal gegen 1860 München. Und bis dann wünsche ich euch einen schönen Mittwoch. Wir sehen uns morgen. Haut rein, Leute. Ciao, ciao.